Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ja, ich würde fast sagen, vor allem die Wiederholung ist ja die Mutter der Pädagogik, Kolleginnen und Kollegen von der AfD. Ich wiederhole noch mal einige Dinge aus meiner Rede eben für Sie, weil Sie ja offensichtlich in den letzten Minuten, aber auch Wochen irgendwo sehr tief geschlafen haben, um auch für Sie noch mal sehr deutlich zu machen: Es geht nicht darum, dass irgendwer hier Amtseide bricht oder das Wohl des deutschen Volkes ignorieren würde. Es geht darum, dass wir an der Seite von Demokratinnen und Demokraten stehen, dass wir an der Seite eines Landes stehen, überfallen worden, weil nämlich Russland bei Putin Grenzen in Europa wieder verschiebt. Und wir in aller Deutlichkeit sagen, das ist für uns nicht akzeptabel. Das ist der Grund, warum wir hier diese Debatte führen. Und nicht, weil irgendwelche Hirngespinste, wie Sie sich überlegen, hier der Fall sind. Es geht darum, es gibt Sanktionen. Es geht darum, dass wir in aller Deutlichkeit uns unabhängig machen mussten von russischen Energieimporten, dass wir nie verschleiert haben, auch wenn Sie das hier behaupten, dass in der Folge natürlich auch Preise zu bezahlen sind. Aber genau deswegen nehmen wir die Verantwortung sehr ernst, dass wir sagen, es gibt eine Bremse für den Preis auf Strom, es gibt eine Bremse für den Preis auf Gas, weil uns doch klar ist, wir müssen an dieser Situation nicht irgendwie versuchen, im Reparaturbetrieb hinterher alles zu machen, sondern wir müssen hier an die Wurzel der Herausforderung für viele Millionen Haushalte und Unternehmen in diesem Land ran. Und das ist die Bezahlbarkeit von Energie. Und deswegen ist das, was heute nämlich vorgelegt wurde, 200 Milliarden Euro über den Wirtschaftsstabilisierungsfonds bereitzustellen, ein wichtiger Baustein dafür, dass wir durch diese Krise kommen, meine Damen und Herren. Und das ist der Doppelwumms, der heute angesprochen wurde, weil wir es nämlich schaffen, dass sowohl Planungssicherheit für die Unternehmen da ist, als auch Planungssicherheit für die Haushalte. Und das ist die Grundlage dafür, dass wir durch diesen Winter kommen können, meine Damen und Herren. Außerdem wird es aber auch so sein, dass wir trotz dieser Preisbremse nicht alle der Herausforderungen, nicht alle der Preissteigerungen auffangen können. Deswegen wird es auch für Unternehmen weitere Wirtschaftshilfen geben. Weitere Wirtschaftshilfen, die die Kostensteigerung, die im direkten Zusammenhang auch mit den Folgen des Krieges, mit den Folgen der Sanktionen stehen, dass eben auch diese Kostensteigerungen mit unterstützt werden können. Das werden wir so gestalten, dass es keine Mitnahmeeffekte gibt, dass sie aber zielgenau die Unternehmen unterstützen, dass sie Arbeitsplätze sichern, wo sie in Gefahr sind, meine Damen und Herren. Und wenn wir auf SKW Priesteritz kommen, dann muss man sagen, Sie haben ganz offensichtlich Ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Denn erstens hat die Bundesregierung beispielsweise über den Beauftragten Carsten Schneider für Ostdeutschland, über das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz von Anfang an Gespräche mit der Geschäftsführung aufgenommen, um eben passgenau zu schauen, wie hier wichtige Lieferketten aufrechterhalten werden können. Und deswegen, wenn Sie es wüssten, dann hätten Sie es sagen können. Wenn Sie es nicht wissen, dann lernen Sie vielleicht was dazu. Ist ja auch genau die Wiederaufnahme der Produktion in Priesteritz ja anstehend, weil nämlich genau für alle Beteiligten klar war, über zielgenaue Hilfen sichern wir die Lieferketten in Priesteritz, wir sichern 850 Arbeitsplätze. Und das ist genau die Priorität, wie wir sie hier auch verfolgen, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, ich sage das in aller Deutlichkeit. Wir lassen nicht zu, dass Putin mit seiner Waffe Energie, mit seiner Waffe Preise, Verunsicherung, Spaltung, Destabilisierung unseres Landes, unserer Gesellschaft und des gesellschaftlichen Zusammenhalts hier fabriziert. Wir lassen es nicht zu, dass sich manche im Inland zu Stichwortgebern machen lassen. Wir sind als Regierung entschlossen und standhaft. Wir werden unser Land, die Unternehmen und die Menschen hier schützen. Das ist unser Auftrag, und dafür nehmen wir genau die richtigen Instrumente in die Hand. Vielen herzlichen Dank. Hans-Jörg Durz ist der nächste Redner für die CDU-CSU-Fraktion.